So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei sein möchtet. Auch wenn es keine besonders guten Videos sind hier vom Ride Alone. Ja, ich schiebe mal wieder ein kleines Update-Video hier dazwischen. Wie ihr sehen könnt, fahren wir hier mit der großen schwarzen R1200 GSA. Und ja, dazu habe ich ein bisschen was zu erzählen. Jetzt nicht persönlich auf mein Motorrad bezogen, ja, im Detail auch etwas. Allerdings, oh, wer kommt denn da? Kommt da der Mako Mack? Ja, da ist er. Was denn? Du bist drin? Ja, ich muss mal kurz ein Video machen. Also, wie gesagt, Kardan. Ich habe da so meine Erfahrungen gesammelt. Ja, BMW hat eine Serviceaktion ins Leben gerufen. Und zwar rufen die jetzt alle Maschinen ab Baujahr 2013 zurück. Sprich, alle R1200er Boxermaschinen mit Kardanantrieb, mit dem wassergekühlten LC-Motor. Sprich, ab Baujahr 2013 bis Ende 2021. Ab, ja, Modelljahr 2022 haben sie nämlich jetzt ab Werk eine kleine Änderung vorgenommen, das nennt sich Drainage. Da setzen sie hinten im Kardan ein Schnabelventil und im vorderen Bereich des Kardantunnels auch ein Schnabelventil, allerdings andersrum eingesetzt, sodass im Kardantunnel kein Unterdruck oder Überdruck entstehen kann. Kondenswasser oder Wasser aufgrund von Wasserdurchfahrten oder Regen oder ja, nach Reinigung des Motorrads mit Wasser, dass das Wasser hinten abfließen kann im Kardan. Ja, das hat mein Modell hier verbaut, ist ein 2022er, gebaut wurde es im Februar. Wie gesagt, also seitdem es diese Aktion gibt, beziehungsweise diese Änderung ab Werk, wurde Ende letzten Jahres eingeführt, die GS so ab Oktober 2021. Die GSA einen Monat später. Andere Modelle, ja, sind gefolgt bei der R1200R, R1200RS, RT und so weiter. Alle mit dem Kardan hier, der identisch ist, baugleich ist, bekommt ab Modelljahr 2022 dieses Schnabelventil, was ich hier mal kurz im Bild einblenden kann. Wie gesagt, im hinteren Bereich, kurz vorm Endantrieb, als auch vorne. Über dem Katalysator müsst ihr mal gucken, an der Schwinge ist auch dieses Schnabelventil verbaut, nur halt andersrum. Ja, und alle Maschinen, die das jetzt nicht haben, bis 2021 oder Ende 2021 bekommen diese Drainage, so nennt es BMW offiziell, nachgerüstet. Müsst ihr mal mit eurem Händler sprechen. Ihr werdet jetzt nicht persönlich angesprochen oder angeschrieben. Das findet in einem Rahmen einer Inspektion statt. Ja, also solltet ihr irgendwie einen Servicetermin haben zur nächsten Inspektion, wird das dann gleich mitgemacht. Ihr könnt natürlich selbstständig dort anrufen, einen Extratermin dafür ausmachen. Die ganze Aktion ist natürlich kostenlos. Maschinen ab 60.000 Kilometer Laufleistung bekommen automatisch eine neue Kardanwelle. Die anderen unter 60.000 werden mittels eines speziellen Messverfahrens, was entwickelt worden ist von BMW und Bosch, wird der Rundlauf der Kardanwelle getestet, sprich auch die Nadellager, der Zustand der Nadellager wird mit diesem Messfahren getestet und geprüft. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das okay ist, ob sie Schäden damit feststellen können. Am besten, meine Empfehlung ist, tut ein paar Taler dazu, ein paar Euros, und lasst das Winkelgetriebe hinten abklappen, sodass die Fachleute dort den Kardan entnehmen können und sich den wirklich augenscheinlich ansehen können und die Nadellager auch händisch prüfen können. Weil das wird nämlich nicht gemacht in dieser Aktion. Wie gesagt, also es wird hinten ein Loch gebohrt, tritt kein Wasser aus.
Kondenswasser oder Wasser von der Wäsche oder Regen oder was auch immer, was sich dort hinten angesammelt hat. So wird der Kardan nicht geöffnet. So steht es im Leitfaden vom BMW drin, im Werkstattfaden über diese Aktion. Ist der Test positiv, wird er auch nicht geöffnet. Ja, also Test positiv, tritt kein Wasser aus, bleibt der Kardan zu. Tritt kein Wasser aus, ist der Test negativ, das Frequenzmessverfahren, wird der Kardan geöffnet. Und bei beiden, also Wasseraustritt und negativer Test, Frequenztest, wird er natürlich auch abgeklappt. Und fällt der Test negativ aus, wird er sowieso abgeklappt, weil er dann nämlich eine neue Kardanwelle bekommt. Alles auf Kosten von BMW. Ihr müsst nichts dazu zahlen. Das läuft alles über Kulanz. Auch Maschinen, die jetzt nicht unbedingt bei BMW gewartet worden sind, bekommen eine neue Welle. Ja, das nur mal so grob angeschnitten. Ich werde unten mal den Forenlink verlinken aus dem gsforum.eu zu dieser Serviceaktion. Da seht ihr auch den BMW Werkstattleitfaden, Bilder vom Messverfahren und überhaupt die allgemeine Diskussion dazu, Vor- und Nachteile. Wie gesagt, werde ich unten im Video verlinken. Also wenn ihr das Video hier am Fernseher schaut, öffnet das Video mal per App oder am PC. Und schaut mal beim Forum gsforum.eu vorbei. Das Thema ist oben im 1200er Forum angepinnt. Und ja, das dazu kurz angerissen. Meine Maschine ist nicht davon betroffen. Wie gesagt, das hat das alles ab Werk verbaut. Also die wird überhaupt nicht überprüft, auch nicht irgendwie im nächsten Jahr oder so. Ist sowieso eine einmalige Aktion, also habt ihr einmal die Prüfung mitgemacht, war es das dann erstmal. Ja, und dann kann ich euch noch zusätzlich zu dieser ganzen Geschichte Folgendes empfehlen. Es gibt bei, ja, der nennt sich Moto Komfort, ist auf YouTube vertreten. Wie gesagt, Moto Komfort, kann ich mal hier kurz einblenden, einen Workshop. Der hat auch eine Internetseite, motokomfort.de. Solltet ihr in naher Zukunft oder in ferner Zukunft mal selber Hand anlegen wollen am Kardan, das Ganze selber überprüfen wollen, regelmäßig überprüfen wollen, was ich euch ans Herz lege, wenn der Kardan soweit in Ordnung ist, alles ist schön geschmiert, insbesondere die Kardanverzahnung, dann habt ihr erstmal ein, zwei Jahre Ruhe. Oder 30.000, 40.000 Kilometer. Ja, da gibt es einen Workshop, wie gesagt, der wird dort angeboten. Bernd heißt er, hier herzliche Grüße an dich. Bisschen tofte Typ, muss man sagen. Ich habe ihn gestern kennenlernen dürfen. Ich war dort gestern mit dem Olaf. Wir sind dorthin gefahren. Und der Olaf fährt eine 2021er, der hat die Drainage ab Werk noch nicht verbaut. Seine hatte 11.000 auf dem Tacho, meine wie gesagt jetzt 2.500. War ganz interessant, einfach mal um zu sehen, wie sehen unsere Kardanwellen aus. Weil wie gesagt, bei BMW wird die Kardanwelle nicht entnommen, wenn der Test positiv ausfällt. Immer ein bisschen komisch gefahren hier. Wird direkt durch so eine Teufel fahren können hier. Ja, wir waren da und weil, ja, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie diesen Auftrag einer Werkstatt erteilen, wo wir nicht dabei sind und die uns irgendwas erzählen können. Dafür finde ich das nämlich klasse, dass der Bernd sowas anbietet, wie gesagt, so ein Workshop. Er hat eine schöne eingerichtete kleine Garagenwerkstatt mit allen Werkzeugen, die man braucht und allen Arbeitsmitteln. Und hat jetzt mittlerweile auch so an die 100 Kardanwellen geprüft. Er bietet auch andere Workshops an zur GS, auch speziell hier Ventilspielkontrolle, großer Service, Ölwechsel, Kühlflüssigkeitswechsel und. Wenn ihr sowas selber machen möchtet, aber noch nicht so ganz fit seid oder
nicht so ganz wisst, wie es geht, dann zeigt der Bernd euch das. Ist euch dabei natürlich behilflich, zeigt die einzelnen Arbeitsschritte, aber ihr seid diejenigen, die das dann im Endeffekt dann auch selber durchführen. Wenn es dann nicht so ganz klappt, geht er natürlich zur Hand und hilft mit. Jo. Und das haben wir gestern wahrgenommen, dieses Angebot. Wir waren dort mit unseren beiden Maschinen und haben dann mit Olaf seiner 1250 GSA, auch Triple Black, Baujahr 2021 angefangen, ohne Drainage ab Werk. Und siehe da, ich muss sagen, ich kann es ja mal hier kurz einblenden, so ein paar Eindrücke, um es vorwegzunehmen. Die Kardanwellen von uns waren in einem astreinen Zustand. Seine sah aus wie neu, obwohl dort noch nicht die Drainage verbaut war, auch ein bisschen Feuchtigkeit im Kardantunnel vorhanden war. Es war kein Rost zu sehen, es war alles wunderbar geschmiert. Und bei mir war auch, gut, ich habe es auch wirklich nicht anders erwartet, sonst wäre es wirklich traurig gewesen, war die Welle absolut 1A Neuzustand. Ja, Kardanwelle als auch die Verzahnung. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier mal ganz kurz ein paar Videosequenzen einblenden von den Arbeitsschritten. Wir haben die Kardanwelle natürlich trotzdem noch mal nachgefettet und das ausgiebig, so dass wir wirklich, oder dass ich auch jetzt zumindest wirklich sagen kann, da ist alles in Ordnung. Sie steckt richtig drauf oben in der Nut mit ihrem Sprengring, ist dort eingerastet. Schauen hier noch mal rein. So, schauen hier noch mal rein. Und ihr seht, ich löse das noch mal vom Sprengring. Aber nur ein bisschen auf. So, er ist runter. Und jetzt musst du den mal rein. Du versuchst mal von Hand zu drücken. Versuch's mal. Ja. Oh ja, jetzt ist er. Das ist er. Siehst du? So toll. Siehst du? Das wird's aber echt gut. Siehst du? Und jetzt hat das Lagespiel gefolgt. Jawohl, das. Also der steckt auf. Das ist hundertprozentig jetzt. Ja, der ist super. Wenn der einmal drauf war, wenn er jetzt richtig drauf ist und die Verzahnung stimmt in sich, dann kann man das machen und kriegt den auch von Hand drauf. Aber im ersten Mal ist das so eine Sache. Ne? Aber so, der sitzt. Ja. Ich weiß, dass die Schrauben alle die richtigen Drehmomente haben, dass Schraubensicherung verwendet worden ist und. Wir haben wirklich astrein gearbeitet, nach Plan, die Gewinde gereinigt. Vorher heiß gemacht, bevor wir die gesicherten Schrauben gelöst haben und. Also wirklich alles fachmännisch durchgeführt, die Arbeiten. Und wie gesagt, ich war selber dabei, ich habe selber Hand angelegt und weiß, dass jetzt hier hinten in meinem Kardantunnel der Frühling blüht sozusagen. Aber nicht in Form von Rost, sondern in Form von Vertrauen. Und ja, wie ihr vielleicht auch hören könnt, ich bin jetzt bin ich angekommen auf der GSA. Ich freue mich absolut jetzt auf die nächsten Kilometer mit ihr. Hab keine Bedenken, dass dort irgendwas festgammeln kann, dass dort irgendwas beschädigt wird aufgrund von Korrosion. Und ja, gehe jetzt frohen Mutes mit ihr durch zukünftige Zeiten. Der Olaf natürlich auch. Wie gesagt, das Forum werde ich verlinken, das Thema zur Serviceaktion, was jetzt von BMW abgehandelt wird bezüglich Kardanwelle. Das könnt ihr mal, werde ich auch noch den Link unten reinstellen. Die Rückrufseite könnt ihr eure Fahrgestellnummer eingeben und prüfen, ob ihr dabei seid, ob ihr da betroffen seid. Aber ich sage euch jetzt schon, bis Ende 2021, von Anfang an 2013, seid ihr auf jeden Fall betroffen. Das trägt dann die Rückrufnummer oder Service-Aktionsnummer 003313 und 4x die 0. Wenn diese Ziffer auftaucht, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, ihr werdet nicht direkt kontaktiert, sondern ihr müsst in Kontakt treten, beziehungsweise wird dann automatisch beim nächsten Service durchgeführt. Ja, das dazu. Ja, wie ihr sehen könnt, hinter uns der Makumak. Wir treffen uns jetzt hier oder reihen uns in eine Tour ein Richtung Lörrtalsperre. Die Kollegen sind jetzt auch unterwegs, die fahren allerdings so aus Richtung Dortmund los. Wir steigen jetzt hier gleich im Garbeck ein. Und ja, ich beende jetzt hier dieses Video. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, also
ich kann euch den Workshop nur ans Herz legen. Wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, wie gesagt, entweder zusätzlich diese Arbeit beauftragen bei dieser Überprüfung, dass der Kardan abgeklappt wird, egal wie das Ergebnis ausfällt. Also wenn das Ergebnis positiv ausfällt, sollen sie es trotzdem abklappen, dann zahlt halt ein bisschen extra, aber ihr seid wirklich auf der sicheren Seite und gebt dann halt nochmal in Auftrag, dass da alles nochmal ein bisschen richtig nachgefettet wird. Aber ich war erstaunt, ab Werk, zumindest bei meiner, war wirklich alles ausreichend eigentlich geschmiert. Jetzt im Nachhinein kann ich eigentlich sagen, die Arbeit hätte ich mir sparen können. Aber man weiß es eben nicht vorher. Jetzt bin ich wirklich auf Nummer sicher oder kann auf Nummer sicher gehen, dass da alles in Ordnung war und auch erstmal in Zukunft alles in Ordnung bleibt. Also wie gesagt, die drei Links findet ihr unten. Schaut einfach mal rein in die Videobeschreibung, wenn ich es nicht hier mal kurz auch in dem Video eingeblendet habe. Entscheidet selbst, wie ihr vorgehen wollt. Verkauft die alte, kauft gleich einen 2022er oder nimmt nur an der Serviceaktion teil, die kostenlos ist. Und ja, seid mit dem Testergebnis zufrieden oder auch nicht. Oder beantragt dann halt diese Zusatzarbeit, Kardan abklappen, händisch kontrollieren. Was ihr natürlich extra bezahlen müsst. Manche Werkstätten, habe ich gehört, machen das sowieso. Müsst ihr mal, wie gesagt, mit eurer Werkstatt drüber reden. Oder wenn es vielleicht ein älteres Fahrzeug ist oder auch für die Zukunft, wenn ihr sagt, ich möchte meine GS noch 10 Jahre lang fahren und ich Wartung und so weiter mache ich sowieso alles selber und ich habe da Ahnung von und ich habe die Werkzeuge und. Dann, wie gesagt, empfehle ich euch den Workshop. Oder wenn es in Zukunft, wie gesagt, selber machen wollt. Ja, in diesem Sinne, jetzt geht es hier nach Langholthausen. Wie gesagt, Garbeck werden wir die anderen aufgabeln oder die gabeln uns auf, wie auch immer. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allen Dingen die Informationen kamen jetzt soweit ganz gut rüber. Ich wollte es einfach nur mal stickpunktmäßig anreißen. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden und dann werde ich mich jetzt mal mit dem Markus hinten koppeln mit dem GS Boxer on Tour und wir sehen uns dann demnächst mal wieder, wenn es was Neues gibt hier zur GS oder irgendein anderes interessantes Video auf der Festplatte schlummert. Mal schauen. Wie gesagt, jede Fahrt nehme ich nicht mehr auf. Ich spare mir die Zeit und im Endeffekt kommt es jetzt auch nicht mehr so gut an. Die ganzen Gruppenfahrten und überhaupt. Viele sagen, sie schlafen gerne ein bei meinen Vlogs. Ist ja auch okay. Die anderen sagen, die Videos sind top. So ist das eben. Man kann nicht jedem gefallen. In diesem Sinne, haut rein, bleibt sauber, heiter, munter, gesund und vor allen Dingen oben. In diesem Sinne, ciao.